Ihr wisst vielleicht, dass ich ein großer McDonald's-Fan bin. Burger King ist cool, Subway auch, aber nichts kommt an Maggis ran. Ich weiß nicht, was die immer in ihre Burger reinklatschen, damit die jedes Mal so gut schmecken, aber ich liebe es. Ich bin der lebende Werbeslogan. Ich liebe dieses ungesunde Trashfood. Trotzdem gibt's so einige Dinge, die mir gegen den Strich gehen, wie streikende Nutten. McDonald's ist nämlich ganz und gar nicht perfekt. Denkt einfach mal daran, wie die ihre Produkte bewerben. Ihr kennt das alle. In der Werbung sieht man diesen saftig, knaftigen, Big Tasty Bacon, die gigantisch groß, dann kauft man sich den und merkt, dass man, wie immer, ein bisschen über den Tisch gezogen wurde. Wisst ihr, McDonald's redet über ihre Burger wie Männer über ihre Schwänze. Am Schluss ist beides nur halb so groß wie versprochen. Mittlerweile hat man sich dran gewöhnt, aber ich sag's euch, ich wäre der Erste, der eine Petition gegen diese Fake-Werbung unterzeichnen würde. Ich verstehe gar nicht, warum die das überhaupt dürfen. In der Fiat-Werbung dürften die ja auch nicht einen Lamborghini zeigen. Aber Maggis macht aus Fast Food ein 5-Sterne-Restaurant und das ist okay. Ich meine, es ist egal, ob eure Burger so oder so aussehen. Wir kommen sowieso immer wieder. McDonald's ist nämlich wie eine Sucht. Du gehst da essen, es kostet viel Geld, du fühlst dich scheiße danach, du weißt, es ist ungesund und trotzdem kommst du am Samstag um 22 Uhr abends wieder angekochen. Bitte, gib mir noch so einen Homestyle Crispy Chicken. Du kommst immer wieder zurück, wie so ein Drogen-Junkie zu seinem Dealer. Scheißegal, ob der Dealer die Preise erhöht, du kommst immer wieder, weil dein Leben überhaupt nicht mehr ohne den Scheiß funktioniert. Es ist traurig. Ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen Maggis fett gemacht hat. Ich will gar nicht wissen, wie ich aussehen würde, wenn ich mehr Geld hätte. Digga, ich wäre so oft bei McDonald's, die Leute würden denken, ich bin Mitarbeiter. Aber ruhig Blut, Leute. McDonald's ist auch für einige gute Dinge verantwortlich. Ich will die nicht einfach nur schlecht reden. Kennt ihr diese Spendenboxen, die immer an der Kasse stehen? Diese Spendenboxen, wo man was reinwerfen kann, wenn man dritte Weltländer unterstützen will? Das ist doch eine gute Sache. Die spenden das zusätzliche Geld an Menschen in Afrika, die nicht so viel zu essen haben. Dann wird das Gewicht mal ein bisschen ausgeglichen. Kann ja nicht sein, dass nur die weißen Kinder fett werden. Außerdem bietet McDonald's mittlerweile auch einen echt guten veganen Burger. Habt ihr diesen Fresh Vegan TS schon mal gegessen? Der schmeckt extrem lecker. Dieses Fake-Fleisch ist wirklich gut. Da ist kein großer Unterschied zu echtem Fleisch. Als ich das zum ersten Mal gegessen habe, war ich richtig geflasht. Das hat mich umgehauen wie KuchenTV seine Freundin. Und an alle Leute, die sagen, ich will das nicht essen. Da ist mir zu viel Chemie drin. Das ist sicher ungesund. Digga, du isst bei Maggis. Erzähl mir nichts über gesunde Ernährung. Ach ja, bevor ich es vergesse, muss ich unbedingt noch ein Thema ansprechen. Ist euch mal aufgefallen, dass auf den Tischen bei McDonald's immer noch ein Salzstreuer steht? Das ist so eine Sache, die verwirrt mich bis heute. Wer sitzt bei McDonald's und denkt sich, weißt du, was auf diesen Pommes fehlt? Salz. Digga, ich kenne kein anderes Fastfood-Restaurant, wo du schon von Grund auf so viel Salz auf deine Bestellung bekommst. Das einzige Mal in meinem Leben, wo ich mehr Salz in die Fresse gekriegt habe, war an der Nordsee. Ich verstehe es einfach nicht. Aber Leute, das war's mit dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, wann ihr das letzte Mal bei Maggis wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.